Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Das wird wieder Ding sein. Der läuft uns jetzt gerade hinterher. Mit den geblähten Nüstern, feurigen Blick steht euch der riesige Fährtensucher, der Umpani Rodan Levrax gegenüber. Aber wir haben eigentlich nichts mehr mit dir zu tun. Also, nichts mehr groß jedenfalls. Ah ja, und bis hierher geht das. Also das hier ist quasi alles noch Dings. So, und dann geht es hier wieder runter auf die ganz normale Straße. Okay, schauen wir mal. Ist die Tür offen? Die Tür ist offen. Schauen wir mal, sehen wir da was? Unsere ganzen Buffs sind ausgelaufen. Ich denke, ich muss auf jeden Fall mal in der Pause. Werde ich wahrscheinlich mal wieder Dings machen müssen. Schlafen müssen, um unsere Magie aufzuwerten wieder. Okay, da gibt es nicht wirklich was hier. Eigentlich schade. So, Moment. Da war die Tür. Da haben wir den ganz normalen Weg. Und es war einfach nur ein Gebäude hier drinnen. So. Okay. Also, gehen wir wieder raus. Dann können wir mal hierher laufen. Da ist auch die nächste Tür. Zum Eroberer Rast und Imbiss. Ja, interessant, interessant. Da sieht aus, als ob das eine Taverne sein könnte. Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass die Tür hier offen sein wird. Könnten wir mal reingehen, ne? Ich würde sagen, da gehen wir mal rein. So, hier ist nichts. Alles ist still, als ihr das Gasthaus betretet. Es scheint, dass ihr hier die einzigen Gäste seid. Die Gaststube ist alles andere als sauber und einige schiefhängende Kritzeleien verzieren die Wände. Stapelweise schmutzige Teller, Essensreste, ein Beweis für die Ordnungsliebe des Wirtes. Ein verdrießlich aussehender Mann bahnt sich seinen Weg durch die Unordnung. Verzeiht das Durcheinander, aber wir haben zurzeit nicht viele Gäste. Sucht ihr eine Unterkunft für die Nacht? Solange ihr nicht diese widerlichen Tee-Rang mitbringt, steht doch nicht so herum, sondern kommt lieber herein. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Runde Bier vertragen. Fühlt euch nur wie zu Hause, wir sind hier alle eine große Familie. Wollt ihr zwei oder nur drei Nächte bleiben, oder wie? Okay, Dangor. Moment, also da haben wir auf jeden Fall das hier und dann geht es hier weiter in einen großen, großen Raum rein. Den Raum müssen wir noch nachher noch anschauen. Reden wir erstmal mit dir. Hallo, Anneur. Mein Name ist Dangor. Ich bin Herr der Zimmer, vermiete sie immer, bin Bierbringer und Besenschwinger. Wahrscheinlich, wenn ich um Zimmer frage, dann kriegen wir wahrscheinlich ein Zimmer, ha? Huh? Das Beste, das die neue Stadt zu bieten hat. Eine Übernachtung kostet 50 Goldstücke. Möchtet ihr ein Zimmer? Nein. Es ist nicht sicher dort draußen, aber es ist schließlich eure Haut. Jetzt würde ich dich gerne nach Gerüchten fragen, aber da könnte ich mal, an der Stelle könnte ich vielleicht tatsächlich mal in der Pause ausprobieren, ob ich irgendwie was rauskriege. Ich habe noch nicht nachgeschaut gehabt. Gasthaus? Hoppala. Darüber weiß ich nichts. Weil Gerüchte. Ich verstehe nicht. Das versteht er nämlich leider überhaupt nicht. Umpani? Die Umpani sind über jeden Zweifel erhaben. Eklige Kreaturen, wirklich widerlich. Hinterlassen überall dieses klebrige Zeug. Was ist mit den Ratkin? Die Ratkin sind die diebischen Schurken. Und die Gorn?
Die Gorn sind über jeden Zweifel erhaben. Also die Gorn magst du. Okay. Savant? Der Savant-Kusanka sind diebische Schurken. Wir werden siegreich sein. Sagen die anderen auch. Wie hießen sie? Higadi? Die Legende besagt, dass die Higadi den Himmel beherrschen. Den Himmel? Darüber weiß ich nichts. Ja, okay. Die neue Stadt vielleicht? Die neue Stadt ist der Ort, an dem jeder irgendwann endet. Die alte Stadt? Die Ruinen der alten Stadt liegen unterhalb der neuen Stadt. Wissen wir schon, wissen wir schon. Darüber weiß ich nichts. Ja, okay, dann wüsste ich jetzt im Moment auch nicht. Utbrak. Dann wüsste ich jetzt im Moment auch nicht, was ich mit dir reden sollte. Aber vielleicht kann man mit dir handeln. Ja, wir können Sachen, können wir auch erstmal Sachen verkaufen. Wir haben ja noch ein, zwei Sachen gehabt. Den Goldregen wollten wir verkaufen. Den Schlangenstab wollten wir eigentlich auch verkaufen. Okay. Und hast du irgendwas Interessantes? Dangoas Malzbier, Brot, Bananen. Bananen werden wir im Spiel irgendwann mal brauchen. Einmal, glaube ich. Könnten wir uns gleich mal zulegen. Dann haben wir das auf jeden Fall mal. Wie gesagt, brauchen wir. Zimmerschlüssel für 50. Ja, okay, das war's. Ich glaube, das war's dann mal. Dann gehen wir erstmal. Wir kommen später nochmal. Bei dir werde ich auch das Ding mal probieren. So. Okay. Da haben wir Türen. Das sind wahrscheinlich dann die Zimmer, schätze ich doch mal. Können wir da einfach so einsteigen? Wollen wir das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir mal. Knacken. Nein, das ist nicht zu knacken. Das werden dann einfach unsere Zimmer sein. Denke ich mal. Okay. Also, dann haben wir hier verschlossene Türen. Ich glaube, das war das jetzt mal. War das tatsächlich im Moment mal. Ja, das waren tatsächlich nur diese vier Türen hier. Okay. Dann nehme ich mal an, das wird einfach so ein Dings hier sein. Also, ich nehme es jedenfalls an, dass das so aussehen wird. Und dass wir da nichts mehr groß finden werden. Okay, das ist auf jeden Fall mal Gaststube. So, das ist auf jeden Fall die Gaststube. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay, dann hier durch. Gehen wir wieder raus. Und können hier mal lang gehen. Zack, zack. Tyrisches Haus. Eigentum der Tyrang Imperium. Eintritt strengstens verboten. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mal. Hier ging es ja nicht weiter. So, ich weiß, da haben wir gleich noch eine Tür. Und da ging es so hoch. So. Wo war denn die Tür? Die Tür war hier gewesen. Und ich schätze mal, die wird definitiv verschlossen sein. Davon gehe ich jedenfalls mal ziemlich stark aus. So, dann haben wir hier den Weg hier lang. Und hier hatten wir noch mal ein bisschen Grasland. So. Sehr schön. Dann können wir mal schauen,
Kann man diese Tür öffnen? Nein, die ist natürlich verschlossen. Kann man die knacken? Ich bezweifle mal, dass das auch gehen wird. Nein, das geht nicht. Die kriegen wir nicht auf. Vielleicht später mal. Vielleicht auch nicht. Okay, dann sind wir hier fertig und können hier weitergehen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und da haben wir noch ein weiteres Haus. Okay. Ich wollte keine Tür dahin machen. So, dann haben wir hier das hier. Und da ist eine Tür. Schauen wir mal, kann man die aufkriegen? Oder ist die sogar offen vielleicht? Oder kann man sie knacken? Nein, die ist sogar offen. Und wir haben hier wieder so einen Viererraum hier. Schauen wir mal, ob wir da irgendetwas drin finden. Aber das sieht eigentlich aus, als ob da nichts drinnen wäre. Okay, alles klar. Dann haben wir auf jeden Fall hier die offene Tür hier und hier Wände. So. Da geht's auf jeden Fall weiter. Also hier geht's auf jeden Fall so weiter. Oder wir könnten hier lang gehen. Dann haben wir... Was ist so ein Ding hier? So. Aha. Also bis dahin ist auf jeden Fall Wand da. So. Genau. Und bis dahin war Wand da. Das könnte vielleicht der Ausgang sein, der andere Ausgang, oder? Ausgang, neue Stadt, genau. Ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal... ...die Stadt verlassen. Weil draußen, das habe ich ja schon mal gesagt gehabt, gibt es nämlich... was falsch. Das ist relativ in der Nähe von den einen Stadtplatz. Und ich glaube, da gibt es in der Nähe nämlich ein Dings, ein kleiner Anfänger-Dungeon. Und da würde ich eigentlich ganz gerne nochmal reingehen, bevor wir in die Stadt gehen. Dann lass uns einfach mal kurz hier rausgehen. So. Moment. Also da haben wir jetzt quasi Bäume. Hehe. Aber das da ist alles noch der ganz normale Weg. Ja, das ist alles tatsächlich wie so eine Art, wie soll ich sagen, wie wenn es so eine Art Schleuse wäre. So ein Schlauchding, um rauszukommen. Ja, verdammt. Jetzt aber. So. Bei... Hat sich da... Den Weg hat sich nichts geändert. Komisch. Aber ich hätte trotzdem gesagt, hier ist... Sind wir eigentlich draußen? Bitterkäfer. Okay. Also da sind wir auf jeden Fall jetzt draußen. Dann hätte ich gesagt, geht's hier dann weiter mit dem ganz normalen Weg hier. Also zack, so ein Weg. Oder wie auch immer. Schauen wir mal. Kämpfen wir erstmal gegen diese Bitterkäfer. Und wie gesagt, da draußen müsste es ganz in der Nähe einen kleinen Mini-Dungeon geben, so einen Anfänger-Dungeon. Und den würde ich eigentlich ganz gerne erstmal machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann zurück in die Stadt gehen. Ich hoffe, ich finde ihn auch. Ja, die sind wirklich nicht so heftig. Party hat gesiegt und gibt auch nicht wirklich viel XP, aber...
Nee. Also, da hat man Gras. Und da geht der ganz normale Weg weiter. So. Hier ist der Wald besonders dicht. Ideal für einen Überfall. Okay, wir werden überfallen von Radkin, und zwar eine ganze Menge Radkin. Ich freue mich. Aber theoretisch sollten die jetzt eigentlich für uns kein großes Problem darstellen. Wir kämpfen gegen die vorderen Radkin. Du benutzt die Poetenlaute mit den mittleren. Ach, verdammt. Ich hab's wieder falsch gemacht. Ich lern's echt nie. So. Und du machst ein Du gehst auf die hinteren, die Fünfer hier, und machst vielleicht mal Zweier Feuerball. Ich denke, die sollten auch nicht allzu schwierig sein. Das sag ich doch. Das sollte jetzt eigentlich hier in dieser Gegend relativ einfach sein für uns alles. So, die schlafen ein. Ach, ich mach's mal wieder ein bisschen. So. Ich erhöhe die Geschwindigkeit ein bisschen. Und da waren es fast keine mehr, oder? So, die eine Gruppe ist schon weg. Dann dürften die hier auch, glaube ich, wahrscheinlich bald weg sein. Du machst auch Kampf hier. Und du machst, glaube ich, einen Zauber. Ach, mach mal einfach mal ein Energiegeschoss. Verbrauch mal unsere ganze Mana für Feuer. Ja, wie gesagt, Anfänger-Dungeon, und dann würde ich vielleicht, ja, vielleicht auch noch ganz kurz ein bisschen die Gegend hier anschauen. Vielleicht, wie es hier gibt. Und dann geht es auf jeden Fall weiter in die Stadt. Weil die Stadt, ich glaube, da reinzugehen, das ist auf jeden Fall gar kein so ein großer Fehler. So, jetzt haben wir nur noch die hier. Ach, wisst ihr was? Da machen wir einen ganz normalen Kampf hier. Kieselsteine brauchen wir wahrscheinlich demnächst neue. Wurfdolche brauchen wir wahrscheinlich auch wieder neue. Das dürfte wahrscheinlich nicht allzu viele noch da sein. Immer noch drei übrig. Ja, ich glaub's ja nicht. Okay, das ist jetzt der letzte. So, das war's. Überfall abgewehrt. Wir bekommen ein bisschen XP. Ein bisschen Gold. Und das war's auch schon. Und das war's noch nicht mal Gegenstände oder sonst irgendetwas. Ah, und hier sind wir dann. Hier sind wir dann draußen. Okay, wartet mal ganz kurz. Dann machen wir das doch so, dass das hier, das ist einfach die ganz normale Straße. Und ab hier fängt dann, da vorne fängt dann Dings an. Jetzt weiß ich jetzt natürlich nicht, wo genau das Ding gewesen ist. Hier sind nochmal zwei Gras. Felder. Hoppla. Ich glaube fast,
glaube, wir mussten hier rein. Bin aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ist ja draußen wieder ein bisschen kompliziert zu zeichnen. Finde ich jedenfalls. So, da ging es, glaube ich, so nicht weiter. Genau, das war so. Hier war dann hier so durch. Begegnung, was ist denn das? Ein Bambi-Foot. Okay. Auf jeden Fall, da haben wir dann wieder eine Sackgasse. Ich denke, gegen den können wir ganz normal kämpfen, oder? Vater, du benutzt auf jeden Fall dein Musikinstrument mal. Einfach dadurch lernen wir es ja auch ein bisschen. Und du und Zauber. Mach mal ganz einfaches Magiegeschoss, aber ganz einfach. Ich glaube nicht, dass die Gegner hier, also die sollten jedenfalls relativ einfach sein. Sag ich doch. Das sollte wirklich kein großes Ding sein. So, hier haben wir wieder den Weg. Das heißt, ist das so. Das hier war dann so der Weg. Ja, und ich glaube, das hier war der Mini-Dungeon, den wir da hatten. Ich glaube, das müsste dieser Dungeon gewesen sein. So. Und ich würde auch sagen, diesen Dungeon, kann ich da noch einen Marker hinsetzen? Ich glaube, da geht's nach unten. So. Moment. Blau. So. Und ich würde sagen, was wir da unten finden werden und wie es danach genau weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss, bis morgen.